Hi Leute, was geht ab? Ich bin Mr. Adrenalin. Heute mit meinem ersten Commentary mit Eis Berlin. Hallo Leute. Und den Dr. Assault. Moin Moin. Wir sprechen heute über das Thema Battlefield 3. Jeder spricht über seine bevorzugte Klasse, Vor- und Nachteile und gibt nebenbei noch ein paar Tipps, wie man sie am besten spielt. Fangen wir doch einfach mal mit Eis an. Eis, welche Klasse findest du gut? Und warum findest du sie gut? Also ich finde die Pionierklasse sehr gut. Das ist meine Lieblingsklasse seit Bad Company 2. Spiele ich sie eigentlich hauptsächlich. Ich finde sie gut, wenn man sie universell einsetzen kann. Ich spiele sie hauptsächlich als Rush, also ich bin immer vorne mit dabei. Entweder gegen Panzer oder normal gegen Leute. 2% noch. Nein. Ich spiele am liebsten die Waffe G36C, weil ich mit der Waffe einfach am besten klarkomme. Es gibt drei verschiedene Raketenwerfer. Einmal die normale RPG, das ist eine ungelenkte Waffe. Dann die Eagler und die Stinger sind gelenkte Raketen für Luftfahrzeuge. Dann die Javelin, die ist für Panzer und Bodenfahrzeuge gedacht. Die Javelin benutze ich aber eher selten, weil ich für Panzer oder generell Personen eher die ungelenkten Raketen benutze. Die anderen beiden Gadgets für den Pionier benutze ich auch eher selten oder fast gar nicht. Die Minen benutze ich nur, wenn ich weiß, dass ein Panzer einen Engpass hat, und da lege ich dann auch die Minen. Und den EOD-Bot benutze ich sehr selten oder habe ich nur bis jetzt nur getestet. Man kann zwar mit denen reparieren oder beschädigen andere Fahrzeuge oder scharf machen oder entschärfen von C4 an den jeweiligen Plätzen. Aber meine Standardausrüstung sind die ungelenkten Raketen und das Reparaturwerkzeug. Alles in allem würde ich sagen, dass der Pionier auch eine gute Einsteigerklasse ist. Auf kurze und auf mittlere Entfernung noch gut zu treffen und anderen zu helfen, indem man repariert oder feindliche Stellung räumt. Ja, und soweit ist es mein erster Eindruck nach den 3 Wochen. Gut, danke dir, Eis, für deine ersten Eindrücke, die du uns hier beschrieben hast. Und dann würde ich mal sagen, wechseln wir einfach mal zu Dr. Assault drüber. Ja, also ich komme am besten klar mit der Assault-Klasse. Die Assault-Klasse spielt man standardweise mit einem Assault-Rifle. Ich spiele die Klasse mit der F2000, mit dem Reflexvisier, dem Frontgriff und dem schweren Lauf. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mit dieser Kombination sehr agil bin und so in den gegnerischen Spawn laufen kann. Die Waffe eignet sich zudem sehr gut auf weite Distanzen, da man sie entweder im vollautomatischen oder auch im Single-Shot-Modus benutzen kann. Meine Sekundärbewaffnung ist die M9 mit dem Taktik-Light. Ganz einfach, die Waffe gefällt mir einfach am besten. Als Zubehör benutze ich das Medikit. Ganz einfach, wenn ich mal angehittet werde und fast tot bin, werfe ich mir einfach ein Medikit zu. So kann ich länger am Leben bleiben. Zudem kann ich auch angehittete Kameraden damit heilen. Als zweites nehme ich den Defibrillator mit, ganz einfach aus dem Grund, dass ich meine Kameraden wieder beleben kann und sie weiter mitkämpfen können. Als Squad-Fähigkeit nehme ich meistens Munition mit, weil wir uns vorher im Squad immer absprechen. Das sind meine Tipps für euch. So spiele ich die Assault-Klasse und ich gebe wieder an Mr. Adrenalin zurück. Okay, danke Eis Berlin und Dr. Assault für eure Meinungen. Ich habe am Anfang von Battlefield 3 hauptsächlich den Sniper gespielt, habe jedoch festgestellt, dass auf weitere Distanz ich mit meinen Snipergewehren, zum Beispiel SV-98, den kürzeren gezogen habe gegenüber Sturmgewehren wie F2000 und habe deshalb mich schnell entschieden, mit der UMP meine Sniperklasse zu leveln. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von der Sniper-Klasse, da ich sie auf jeden Fall unterpowered finde. Man sollte bei den Einschussgewehren auf jeden Fall mehr Damage reinpacken, weil 70% ist ein bisschen wenig, was man abzieht. So meine Meinung, wenn man halt in die Brust schießt, wenn man in die Arme schießt oder halt so andere Körperteile, die halt nicht lebensbedrohlich sind, dann kann ich es verstehen. Doch ich habe schon aus nächster Nähe jemanden in die Brust geschossen. Und der ist leider nicht umgekippt. Okay, das ist meine Meinung zur Sniper-Klasse. Was ich noch ansprechen wollte, ist oder sind die Hubschrauber.
Ich finde die überhaupt nicht unterpowered bzw. schwer zu steuern. Ich komme mit den Maschinen sehr gut klar. Ich finde, wenn man einen guten Co-Piloten hat, kann man auch eine Weile in der Luft bleiben. Man muss halt gewisse Strategien entwickeln mit dem Hubschrauber, damit man halt den Raketenwerfer der Pioniere entwischt. Ja, da gibt es spezielle Gadgets für, zum Beispiel Flares, die kann der Co-Pilot abwerfen. Und falls noch eine Rakete hinterherkommt, dann sollte man schon einen Landeplatz suchen, falls man halt eine Rakete schon abgewehrt hat. Und falls man von noch einer Rakete getroffen wird, dann kann der Pilot den Feuerlöscher einsetzen. Somit hat man noch 52% und kann die Maschine sauber und ordentlich irgendwo landen und schnell aussteigen und reparieren. So startet man wieder und der Spaß fängt von vorne an. Ja, das war's zu den Hubschraubern. Ich würde sagen, ich beende jetzt das Commentary damit und wir geben uns jetzt selber noch ein Feedback. So Leute, jetzt versuchen wir mal ein bisschen frei zu reden. Gut, also wir müssen zugeben, ich habe vieles geschnitten. Das hört man wahrscheinlich auch in dem Video. Aus folgendem Grund, wir sind alle, sage ich mal, ein bisschen nervös. Wir verquatschen uns noch sehr häufig. Und das mag man vielleicht nicht glauben, aber sobald man halt wirklich hört, okay, die Aufnahme ist gestartet, dann vergisst man, was man gesagt hat. Das kennt man ja aus manchen Filmen immer so, die letzten Szenen. Aber das ist halt wirklich so, man vergisst, was man gesagt hat, obwohl man es davor 10-mal hintereinander gesagt hat, was man sagen wollte oder drüber nachgedacht hat. Wir haben auch alle Spickzettel doch. Ne Leute, das ist so. Ja, das ist wirklich so. Also. Es ist richtig komisch. Man mag es nicht glauben, aber... Ja, ich habe es auch nicht geglaubt bei manchen Kommentatoren. Also Hut ab, wer das beim ersten Mal wirklich fehlerfrei schafft. So ganze, ich sind da keine 10 Minuten, wir haben jetzt gerade mal 6 Minuten irgendwie hingekriegt und zwar geschnitten. Also Hut ab, wer das wirklich beim ersten Mal richtig gut hinkriegt. Also der hat meinen vollen Respekt. Aber ich denke, das kann man sich mal anhören. Das ist halt mein erstes Commentary, wir werden uns natürlich bessern und wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ich verspreche, dass wir das nicht mehr schneiden werden in Zukunft, aber damit es sich beim ersten Mal gut anhört und wir uns dran gewöhnen, habe ich es jetzt einfach mal geschnitten und ich hoffe, das nehmt ihr uns nicht so böse. Wir haben auch ein paar lustige Outtakes, die werde ich zum Schluss noch ranhängen, die sind wirklich witzig, also wir haben uns hier totgelacht, wir haben jetzt auch eine Weile gebraucht. Ja, besonders in den Anfängen war sehr lustig. Ja, die waren richtig geil. Jetzt ist noch zwischendurch ein Headset kaputt gegangen. Könnt ihr mal sehen, was wir hier da alles reinquatschen. Das kann das Headset auch nicht aushalten. Das fängt an. Und wann haben wir angefangen? Oh, 18 Uhr. Wir haben jetzt 23 Uhr. 18 Uhr, 23 Uhr. Könnt ihr mal sehen. Für 6 Minuten, was wir da machen. Was wir da für Scheiße zusammenlabern. Also für die 6 Minuten dennoch die Stunden. Ja, muss man echt sagen, also Hut ab, wer es beim ersten Mal schafft, wirklich ein vernünftiges Commentary hinzulegen. Ich weiß noch nicht mal, ob man so ein geschnittenes Video ein Commentary nennen darf, ich weiß es nicht, ich mach's jetzt einfach mal. Also wirklich, Hut ab, wer es schafft, wollte ich mal gesagt haben, habe ich selber nie so geglaubt, ich dachte mir so, oh, was labert der denn da, aber jetzt kann ich es vollkommen nachvollziehen, wenn einer irgendwie, ja, mal ganz kurz einen Texthänger hat, das hatten wir alle. Also ausnahmslos hatten wir alle mehrere Texthänger und musste geschnitten werden. Nun gut, wir geben uns Mühe beim nächsten Mal. So, will einer noch irgendwas unsere Zuschauer sagen? Von mir aus sage ich nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, auch meinerseits. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen bis zum Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Outtakes und abonnieren und noch einen Kommentar hinterlassen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du noch einen Daumen hoch geben. Und somit sage ich Tschüss, Sikorski. Nee, das schneide ich raus. Ich kann es als Outtake noch nehmen. Ja, Mann. Das ist scheiße. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, den Scheiß. Warum sage ich es dir? Sikorski, oh mein Gott. Wie bist du da drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Aber ist geil. Aber gut. Ich glaube, ich doch. Ja, mach mal. Was ich essen kann. Flug. Ich hab sein PC kaputt getreten, ein Schnitt. Okay, fang jetzt an. Okay.
PC kaputt. Siedler und Distinge einpacken, um dein Team aus der Luft. Aus der Luft zu unterstützen, ja. Ey, warte mal. Aus der Luft. Reparatio. Ja. So, wieder da. Okay. Der Anfang, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt verstehe ich das auch immer, die Outtakes im Film. Man weiß auf einmal nicht mehr weiter, ich habe einen Text gemacht und der bleibt dann auch die ganze Zeit so, wisst ihr? So wie bei Jackie Chan, Alter. Das ist genau das Gleiche, mir geht's gerade genauso. Ich habe die ganze Zeit das Gleiche gesagt, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Okay, das sind meine ersten drei... nee. Meine ersten drei Wochen Eindrücke. Nee, okay. Das ist mein erster Eindruck nach den drei Wochen. Scheiße, nicht entmuten. Mein erster drei Wochen. Alle drei Wochen geben wir dir ein Eindruck. Okay. Ja. Oh Mann, ey. Nein. Danke, Eis, dass du mit uns deine wertvollen Erfahrungen geteilt hast. Ich bin so überaus glücklich. Warum das? Hat er dein Tempo? Gut. Danke dir, Eis. Das ist voll selber. Und dann so. Gut, tschüss. Okay, das war's heute. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.